Ist das Information? Oder kann das weg? Der Podcast mit Robert Bodi und Gerald Hüther. Die Nachrichten. Nachrichten. Ja, und damit endlich wieder möchte man sagen, herzlich willkommen bei Ist das Information oder kann das weg? Dem Podcast mit Robert Bodi und Gerald Hüther. Gerald, hallo. Alle, die uns hier an den Lautsprechern dabei sind, herzlich willkommen. Gerald, gleich nach der Sommerpause sozusagen haben wir uns ein Thema ausgesucht. Du hast uns darauf gestoßen, das wirklich nachdenklich macht. Und dazu gibt es Meldungen, die natürlich auch teilweise wieder im Wust der Nachrichtenflut untergegangen sind. Da meldet zum Beispiel die Tagesschau, junge Erwachsene sind immer unglücklicher. Herkunft dieser Meldung ist eine Metastudie, eine sogenannte Metastudie aus Großbritannien. Und da wurde festgestellt, dass die alte U-Kurve, die man mal für gültig gehalten hat, dass Menschen ihre höchsten Glückszustände als junge Menschen und dann wieder im Alter erreichen, nicht mehr stimmt. Dass junge Erwachsene heute unglücklicher denn je sind und der Grund sollen unter anderem die sozialen Medien sein und die globalen Krisen. Ist das plausibel? Das ist sehr plausibel und ich habe mir das auch sehr genau angeschaut. Und es ist in der Tat so, dass es mich sehr berührt. Also das geht mir schon unter die Haut, dass ich sehen muss, dass Menschen, dass junge Menschen, die in diese Gesellschaft hineinwachsen, offenbar unglücklich sind. Deshalb ist das vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn man so einen Begriff wie Glück nimmt und nicht sowas wie Zuversicht, was sich alles dann dahinter noch versteckt. Also die Frage heißt, was ist denen passiert, dass die das Gefühl haben, dass das Leben keine Freude mehr macht? Und da ist das sicherlich so, dass das ein längerer Prozess ist, in dem das sich aufgeschaukelt hat. Es ist ja jetzt auch eine Generation, die tatsächlich mit diesen digitalen Medien groß geworden ist. Und damit ist eine Kultur entstanden, in der sich junge Menschen nicht mehr so intensiv getroffen haben und einander begegnet sind, sondern, wie man das jetzt ja überall beobachten kann, wo die mithilfe ihrer digitalen Geräte miteinander in irgendwelchen Chatrooms und Social Media unterwegs sind, die Anzahl der Stunden, die die vor solchen digitalen Geräten verbringen am Tag, ist beängstigend. Und dann fragt man sich, wo sollen sie denn jetzt überhaupt noch lernen, wie das richtige Leben, also nicht das in einer virtuellen Welt, sondern das richtige Leben geht. Ist sehr schwierig und garantiert spielen die digitalen Medien eine große Rolle. Allerdings, ein digitales Gerät kann noch keinen jungen Menschen dazu bringen, dass er die Freude am Leben verliert. Da muss ja erstmal eine Anziehungskraft entstehen, die ihn dazu bringt, dass er sich diesem digitalen Gerät derartig intensiv zuwendet. Das heißt, das digitale Gerät muss eine Bedeutung bekommen, die größer ist als die lebendige Begegnung. Und ich glaube, an der Stelle muss man anfangen nachzudenken. Ja. Nun sagen die Forscher, diese ursprüngliche Glücksphase junger Menschen sei heute von Angst überschattet. Ist das nicht der Zugangspunkt dieser sozialen Medien? Wenn man sich selber dort mal bewegt, dann stellt man fest, die meisten Dinge, die dort geschehen, sind alarmierend. Man bekommt eigentlich im Sekundenrhythmus Warnmeldungen. Es wird ja auch ein erheblicher Druck auf junge Erwachsene, die sich im Leben zurechtfinden wollen, aufgebaut, wie man denn auszusehen hat, was man zu tun hat, wie man zu reden hat, was man zu sagen hat. Entsteht da diese Angst? Wird die praktisch künstlich generiert in den sozialen Medien? Was glaubst du? Ja, da steckt aber niemand so richtig dahinter, glaube ich. Das ist ein Selbstläufer, der dadurch entsteht, dass diese jungen Menschen in diesen sozialen Medien auf andere treffen, für die das sehr wichtig ist, dass sie sich dort hervortun. Also die leiden gewissermaßen an einer gewissen Bedeutungslosigkeit und nutzen jetzt die
sozialen Medien, um sich Bedeutung zu verschaffen. Und das kann man eben sehr gut in solchen virtuellen Welten, indem man andere niedermacht, indem man alles besser weiß, indem man sie verbal zum Objekt seiner Belehrungen, Bewertungen und sonst was macht. Und indem man einen Perfektionismusanspruch dort formuliert, dem so ein junger Mensch gar nicht gerecht werden kann. Also einmal ist es der direkte Austausch mit den anderen in den sozialen Medien und zum anderen ist es der Perfektionismus, der in diesen Techniken steckt, der die jungen Leute plötzlich in eine Situation bringt, dass sie dem, was sie dort erleben, gar nicht gerecht werden können. Da du gerade Perfektionismus sagst, Perfektionismus ist inhärent immer rückwärts gerichtet. Wir können nur etwas als perfekt ansehen, das es schon gibt. Das heißt, wir schauen nach hinten. Ist es nicht tatsächlich eine Frage der Blickrichtung? Ich kann mich an meine Jugendzeit erinnern, die ist schon länger her, aber wir beide, Gerald, hatten das Privileg, in einer analogen Welt aufzuwachsen. Und wenn ich an meine Zeit als junger Mensch, als junger Erwachsener zurückdenke, dann war das eine Mordsvorfreude auf das, was da morgen kommt. Wir haben eigentlich immer nach vorne geschaut. Wir haben geguckt, was kann man machen, was geschieht morgen, was kann ich werden. Das war in die Zukunft gerichtet. Während die sozialen Medien ja immer über etwas berichten, was gestern geschehen ist, was gestern jemand gesagt hat, wie gestern sich jemand dargestellt hat. Das ist überhaupt kein Blick in die Zukunft. Entsteht dadurch, dass die im Grunde immer eine Nabelschau und einen Blick nach hinten bekommen in den sozialen Medien, eine Angst vor der Zukunft, weil sie sich überhaupt nicht mehr mit dieser Zukunft auseinandersetzen und gar nicht mehr das Gefühl haben, dass sie gestalten können. Oder umgekehrt, sie beschäftigen sich nicht mit der Zukunft, weil sie spüren, dass sie das nicht gestalten können. Und deshalb strengen sie sich so furchtbar an, innerhalb dieser sozialen Gruppen, in den sozialen Medien eine bestimmte Rolle zu spielen und eine bestimmte Bedeutung zu erlangen. Und darauf ist gewissermaßen alles ausgerichtet, was sie tun. Das habe ich auch früher gar nicht verstanden. Wenn man als junges Mädchen, wenn man da aus so einer Chatgruppe rausgeworfen wird, das empfinden die, als ob sie sterben. Also das sind wirklich keine Kleinigkeiten. Die sind so sehr damit identifiziert, dass sie zu dieser Gruppe dazugehören. Sind dann auch bereit, alles zu tun, was in dieser Gruppe für richtig gehalten wird. Legen dann in den Gruppen Maßstäbe fest, an denen man sich orientieren soll, sodass es dann schon für sehr viele so sein wird, dass sie da mit Maßstäben herumlaufen, denen sie gar nicht gerecht werden können. Dann kommt ja noch dazu, wenn wir uns sowas wie TikTok angucken, da werden ja ständig Vorführungen aufgezeichnet und als Video abgespielt, die wirklich zum Teil beeindruckend perfekt sind oder zumindest sehr ungewöhnlich. Und das ist dann auf einmal so, als ob du gerne am Trapez als Artist arbeiten möchtest. Und dann kriegst du ständig die perfekten artistischen Leistungen vorgeführt. Da vergeht dir die Lust. Und du würdest gerne ein bisschen Musik machen und dann kriegst du immer gleich das Perfekte vorgesetzt. Ja, die können sich gar nicht ausprobieren. Gar nicht probieren, weil die schon, wenn die ersten Töne, die Töne von sich geben oder mit so einem Gerät erzeugen, merken sie schon, wie schwierig das ist und dass das bei weitem und überhaupt nicht mal annähernd dorthin heranreicht, was sie da als inneren Maßstab für diesen Perfektionismus im Kopf haben, der sie da die ganze Zeit begleitet. Noch nicht mal singen kann man. An der Stelle? Nicht mal singen kann man. Ja. Weil dann hat man, vergleicht man sich ständig mit diesem Original und das ist ja, was man da selber zustande bringt, immer schlechter. Ja, klar. Also das macht einen nicht glücklich, glaube ich. Da wird das Thema richtig groß, weil da drängt sich doch die Frage auf, was machen wir denn da mit unseren Kindern? Es gibt einen amerikanischen Psychologen namens Jonathan Haidt, der sagt, Smartphones, mal als Synonymbegriff für alles, was da an sozialen Medien so geschieht, verändern die Gehirne unserer Kinder radikal. Gerald, du als Hirnforscher, was sagst du dazu? Was kann er damit meinen und ist da was dran? Ja, darüber reden wir ja ständig und ich versuche das seit 20 Jahren zu verbreiten, diese wunderbare Erkenntnis, dass das menschliche Hirn nicht durch genetische Programme festgelegt wird, sondern dass sich das unterwegs erst verdrahtet.
anhand der Erfahrungen, die man macht. Und dass diese Vernetzungen, die da entstehen, eben doch ganz entscheidend davon abhängen, ja, ob man in eine Welt hineinwächst, in der es einem gut geht oder eben nicht, und welche Angebote man dort vorfindet, um seine Grundbedürfnisse nach Verbundenheit und nach eigenen Gestaltungsmöglichkeiten zu stillen, mit welchen Ersatzbefriedigungen man dann vorlieb nehmen muss. Und all das hat Auswirkungen auf die Struktur. Ja, das sind, also die ganz einfache Regel heißt, es gibt immer irgendwas, was einen stört, und wenn man dann einen Weg findet, um dieses Durcheinander im Hirn, diese Inkohärenz wieder etwas kohärenter zu machen, dann werden im Hirn diese neuroplastischen Botenstoffe ausgeschüttet, die wirken wie Dünger und die führen dazu, dass strukturell Vernetzungen gestärkt werden und ausgebaut werden, die man zur Lösung des Problems benutzt hat. Wenn ich mich jetzt einsam fühle und glaube, ich hätte keine Freundin, und dann gehe ich auf so ein soziales Netzwerk und finde da ein paar, mit denen ich mich austauschen kann, dann wird diese Strategie in meinem Hirn verankert. Das nächste Mal gehe ich überhaupt noch schneller auf dieses Netzwerk und dann finde ich mich dort auf eine bestimmte Weise zurecht, finde die Anerkennung der anderen, die fangen an, mich zu bewundern, dann mache ich das noch mehr, und so verändert sich natürlich das Hirn. Das ist also das, was der da beschreibt, dass sich durch die Nutzung der sozialen Medien die Hirne verändern, das ist banal. Aber die Frage heißt, warum nutzen denn unsere jungen Menschen jetzt auf einmal fast nichts anderes mehr als nur noch diese digitalen Geräte im Laufe ihres Lebens? Also der ganze Tag ist angefüllt mit Nutzung von digitalen Medien. Und dabei ist es ja nicht so schlimm, wenn man, also das würde ich ja auch gar nicht so in Frage stellen, digitale Medien sind ja zunächst mal primär ein Werkzeug, mit dem man ein Werk vollbringen kann. Da kann man also, wunderbare Lernprogramme gibt es da, man kann da Briefe mitschreiben, man kann mit der Oma in Australien chatten oder was auch immer. Das sind alles Nutzungswege, wo man das digitale Gerät als Werkzeug benutzt. Aber diese digitalen Geräte eignen sich eben auch, um etwas zu tun, was wir Affektkontrolle nennen. Also ich hab Frust, mir geht's nicht so gut, ich fühle mich einsam, ich habe irgendwelche Gefühle, mit denen ich nicht zurechtkomme. Und dann kann ich so ein digitales Gerät nehmen und da kommt es, und die sind darauf optimiert. Das wissen die Programmierer ganz genau, dass sie hier etwas anbieten müssen, was Bedürftige, denen es nicht so gut geht, dann dort ersatzweise finden und auch das Bedürfnis ersatzweise stillen können. Ergebnis, die neuronalen Verschaltungen, die man benutzt, um diese Ersatzbefriedigung einzusetzen, werden verstärkt. Und da werden dann im Hirn aus kleinen Wegen immer mehr Straßen und dann Autobahnen so. Und da gibt es manche, die kommen da überhaupt das ganze Leben lang nicht wieder runter. Ist ja auch schwierig, wenn ich nicht gelernt habe, mit anderen Menschen zu reden, und ich mache das dann nur noch hier mit diesen digitalen Geräten und nicht von Angesicht zu Angesicht, dann kommt mir das komisch vor, wenn ich dann plötzlich mit einem realen Menschen reden soll, der dann mir in seiner ganzen Mimik und Gestik gegenübertritt und wo ich auch sofort merke, wenn ich den beleidige, dass der darauf reagiert. Da kann ich nicht einfach mal in eine WhatsApp schreiben und sagen, du bist blöd, sondern wenn ich das dem ins Gesicht sage, dann kriege ich eine unmittelbare Reaktion, und dann kann es sein, dass ich dann doch bemerke, dass ich mit dem, was ich da als Information verbreite, etwas anrichte, und zwar nichts Gutes in der anderen. Mir kommt das so vor wie die Geschichte vom Zauberlehrling, dass wir einen Geist aus einer Flasche gelassen haben, den wir jetzt nicht mehr reinkriegen. Und mit dem wir nicht umgehen können. Diese Entwicklung hin zu den digitalen Möglichkeiten ist in historischen Dimensionen betrachtet so schnell geschehen, dass wir eigentlich keine Chance hatten, im selben Rhythmus zu lernen, wie wir diese Dinger eigentlich nutzen können. Und jetzt stehen wir da und sind an einer Stelle, und man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen, wo man mit Fug und Recht sagen kann, wir haben eine heranwachsende Generation, die im Grunde nicht mehr fähig ist, in einer analogen Gesellschaft zu leben. Einfach, weil sie es nicht gelernt haben und eine brillante Fluchtmöglichkeit haben. Ja, das ist extrem schnell gegangen, und ich könnte jetzt aber auch den anderen Gedanken anführen, und der heißt, wenn es nicht so furchtbar schnell gegangen wäre, würde es endlos lange dauern, bis wir endlich merken würden, wie sehr sich die Hirne der Kinder verändern. Ja. Vielleicht ist das auch ein Gesichtspunkt, dass wir hier eine Situation geschaffen haben, die uns zwingt, endlich aufzumachen.
Damit. Wir müssten genau hingucken und müssten uns wirklich fragen, hallo, was geht denn hier ab? Sind denn das junge Menschen, die dann später auch in der Lage sind, ihr Leben zu meistern? Nun fragen wir uns ja immer, Gerald, was können wir daraus lernen? Was können wir aus einer solchen Nachricht lernen? Ist es nicht viel zu spät, um überhaupt noch was zu lernen? Die Frage würde ich gerne vorab stellen. Da weißt du aber, dass ich da immer nur eines antworte, und das heißt, es ist nie zu spät. Selbst im letzten Augenblick, wo der letzte Atemzug noch von dir dahingehaucht wird, gäbe es noch die Möglichkeit, dass du noch mal eine kleine andere Perspektive annimmst. Dass ich doch noch schlau werde, meinst du? Und schlau muss es nicht werden, aber ja. Veränderung geht das ganze Leben lang so. Ja. Und jetzt ist die Frage, warum es meistens nicht geht, hängt damit zusammen, nicht weil das Hirn sich nicht verändern könnte, sondern weil man sich in den gefundenen Lösungen so wohlfühlt. So, und jetzt muss man die Frage stellen, was müsste passieren, damit junge Menschen mehr Freude daran haben, in so einen lebendigen persönlichen Austausch zu gehen, als sich über diese digitalen Geräte auszutauschen? Ja. Was müsste passieren, damit, das gilt jetzt insbesondere, glaube ich, für die Jungs, die darunter besonders leiden, damit Jungs, die in unsere Gesellschaft hineinwachsen, nicht das Gefühl haben, sie sind völlig nutzlos. Und es gibt kaum etwas, wo sie mal zeigen können, der sie was drauf haben. Die wollen was gestalten, die wollen nicht den ganzen Tag auf der Schulbank sitzen und von anderen hören, dass das doch auch eine große Gestaltungsleistung ist, wenn sie einen guten Zensurendurchschnitt erreichen. So, das heißt, wir müssen uns überlegen, was wir den jungen Menschen anderes anbieten können, was dazu führt, dass sie Freude an dem haben, was sie tun. Und sich dann auch gerne damit beschäftigen. Und im Augenblick verleiten wir ihnen alles das, woran sie möglicherweise Freude hätten, und bringen sie in eine solche Situation des Frustes, dass sie dann in ihrer Ratlosigkeit dann zu diesen Angeboten greifen, die natürlich dann auch hellleuchtend und optimiert an jedem Schaufenster und in jeder anderen Gruppe und in der Hand der anderen ihren Platz gefunden haben. Aber letztendlich muss das doch, ich sage das jetzt mal so platt, zu Hause passieren. Wir leben, und das hat doch eine unglaubliche Widersprüchlichkeit, wir leben in einer Zeit, in der viele Eltern Umwege gehen, physisch und auch mental, um zum Beispiel gesunde Ernährung für ihre Kinder zu besorgen. Die gehen in den Bioladen, da wird nicht einfach irgendwas gekauft, da wird gesund gekocht, da wird Sport gemacht. Wir machen uns unheimlich viele Gedanken, was wir aufnehmen in unseren Körper. Und dieselben Eltern nehmen sich nicht mehr die Zeit, diese Impulse, die du eben angesprochen hast, wie im richtigen Leben Freude entstehen kann, ihren Kindern weiterzugeben. Und geben sich da zufrieden mit, ja, kannst du ja in dein Handy gucken. Ja, soll ich dir die Wahrheit sagen, die ich befürchte? Ja. Den Eltern geht es auch nicht gut. Und die wissen auch nicht, wie sie glücklich werden sollen. Die hängen im Hamsterrad, die wollen alles richtig machen, die müssen sich um ihre eigenen Eltern kümmern, die dann vielleicht schon ein bisschen gebrechlich werden, die müssen in der Schule dafür sorgen, dass die Kinder funktionieren, die kriegen die ganzen Beschwerden ab, die hetzen umher, und da finde ich nur selten solche Eltern, die in dieser Situation sind, dass sie jetzt Kinder großziehen, wo ich schon von Weitem sehe, dass die glücklich sind. Und wenn man selbst unglücklich ist, dann hält man das für normal. Dann wird man sich auch nicht fragen, ob die Kinder nun eigentlich glücklich sind. Dann sollen die bitte auch funktionieren, genauso wie man selbst. Und deshalb zum Schluss vielleicht noch dieses: Liebe ist das unbedingte Interesse an der Entfaltung des Geliebten oder der Geliebten. Und wenn ich meine Kinder wirklich liebe, dann müsste ich alles tun, dass die sich entfalten können. Wenn die den ganzen Tag vor so einem Gerät sitzen, können sie das nicht. Und wenn ich als Eltern, als Mama oder Papa mich selbst mag, dann muss ich auch alles dafür tun, dass ich mich selbst entfalten kann. Und dann muss ich aus diesem Hamsterrad raus. Dann muss ich mir ab und zu mal was Gutes tun. Dann muss ich mal aufpassen, dass ich nicht dauernd Sachen tue, wo ich mich selbst verleugne und wo ich dann eigentlich innerlich genau weiß, dass das nicht richtig ist. Und dann könnte es sein, dass ich anfange, mich selbst zu mögen. Und das spüren die Kinder. Und wenn Kinder bei solchen Eltern groß werden, die sich selbst mögen, nicht ihre Leistung, die sie vollbracht haben, sondern sich, dann kann man das kannst du überall beobachten, dann sind die Kinder auch anders. Die mögen sich dann auch. Das kann man im Elternhaus schaffen. Was man nicht schaffen kann, ist, seine Kinder im Elternhaus vor diesen
nennen wir es mal, Einflüssen von außen abzuschirmen. Das wird wohl nicht gehen. Ich glaube eher, dass es da wichtiger wäre, sich selbst so zu stärken. Und stark sind sie dann, wenn sie sich zu Hause geborgen fühlen, bei Eltern, die mit ihrer eigenen Lebensführung, auch mit der Partnerschaft und dem, was sie da tun, zufrieden sind. Ja, und das auch ausstrahlen. Wo es ein Miteinander gibt und auch eine Kommunikation untereinander. Ich meine, wir lernen alle voneinander. Wenn unsere Kinder so isoliert sind, dass sie im Grunde zum Lernen, zum Handy greifen müssen, weil da von außen nichts kommt. Und wenn Eltern dann sagen, naja, das muss die Schule leisten, die das ja auch alles nicht leisten kann und in einem System steckt, das seine eigenen Schwierigkeiten hat, dann wird da eben auch nicht viel passieren. Ja, und einem Kind dabei zu helfen, dass es in seine Entfaltung kommt, ist nicht eine kognitive Angelegenheit. Ja. Das, glaube ich, muss man an der Stelle nochmal sagen, da kann man hundertmal den ganzen Tag, gibt es Eltern, die schwatzen mit ihren Kindern und es passiert nichts. Also Kommunikation ist schön, aber man muss auch einander erreichen. Das ist ja das, was wir in unserem wunderbaren Buch über die Informationen da auch geschrieben haben. Wenn es bei dem anderen nicht ankommt, kann ich mir die Spucke sparen. Und deshalb vielleicht eben lieber vorleben, zeigen, dass man selbst darum bemüht ist, sein eigenes Leben so zu gestalten, dass es gut ist, dass man versucht, mit anderen das Leben zu gestalten und gemeinsam darauf zu achten, dass man nichts tut, was dazu führt, dass sich Lebendiges nicht mehr entfalten kann. Das ist, glaube ich, das große Problem, was wir haben. Wir leben zu sehr auf Kosten von anderen. Ja. An dem Punkt kommt eine ganz knifflige Frage. Viele sagen, naja, ich mache das einfach gar nicht mit diesen sozialen Medien. Ich halte nichts von diesen Handys. Das funktioniert ja nicht mehr. Aber ist es nicht tatsächlich ein richtiger Weg zu sagen, wenn ich mir 24 Stunden am Tag dieses Zeug reinziehe, ist schlichtweg keine Zeit mehr, in einen analogen, menschlichen, von allen Emotionen getragenen Austausch mit anderen zu treten. Wir müssen diese Dinger beiseite legen, und zwar einen großen Teil des Tages, sonst werden wir schlichtweg die Zeit nicht mehr haben. Und das gilt auch für die jungen Menschen. Richtig oder falsch? Richtig wäre es, wenn wir die Geräte niemals wieder als Instrumente zur Affektregulation benutzen. Wir als Erwachsene erstmal. Und das heißt, wenn wir sie dann nur noch als Werkzeuge benutzen, dann kann man sie nicht den ganzen Tag benutzen. Man kann nicht die ganze Zeit irgendwas arbeiten. Also braucht man auch mal Freizeit. So. Und da siehst du, dass die Antwort besteht nicht in den Einschränkungen der Nutzungszeiten oder in, es ist auch keine Lösung, sich das Ding jetzt wegzuwerfen und sich ein einfaches Telefon zu kaufen. Das wäre dann nur Ausdruck der Unfähigkeit, seine eigenen Affekte zu kontrollieren. Ja. Also das muss doch einem Freude machen, dass man sagt, ich habe so ein Gerät, aber ich nutze es nicht. Oder nur für das, was ich bestimme und nicht, weil ich da dauernd drauf gucke, weil es in meiner Tasche ist oder weil es da dauernd klingelt oder ich unbedingt das Gefühl habe, ich müsste da irgendjemanden anrufen und dem Bescheid sagen, ob ich gerade Nudeln oder Kartoffeln esse. Unter dem Strich, es sind nicht wirklich die sozialen Medien, die unglücklich machen. Was unglücklich macht, wenn ich das richtig zusammenfasse, was du jetzt gesagt hast, ist die Tatsache, dass man sehr versucht ist, nichts anderes mehr zu machen und diese sozialen Medien zu nutzen, wie manche Leute Alkohol nutzen oder irgendwelche Drogen, nach dem Motto, ich fühle mich gerade schlecht, also greife ich zum Alkohol und dann fühle ich mich wieder gut. Ich weiß zwar, dass mir das nicht gut tut, aber ich mache es halt trotzdem, weil es zurzeit meine Gemütslage erfordert, dass ich mich dahin flüchte. Ja, wenn Kinder und Jugendliche haben Grundbedürfnisse, haben wir gesagt, nach Verbundenheit und nach Autonomie und eigenen Gestaltungsmöglichkeiten. Und wenn die nicht gestillt werden können, dann suchen sie sich Ersatzbefriedigung. Und deshalb wäre die Lösung, dass wir versuchen, diese Grundbedürfnisse dieser jungen Menschen zu stillen und ihnen nicht lauter ständig neue Ersatzbefriedigung anzubieten. Gehört dazu auch, dass wir unseren Kindern helfen zu verstehen, dass wir ihnen tatsächlich beibringen, mit ihren Grundbedürfnissen bewusster und achtsamer umzugehen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir unsere Kinder zwar darauf trainieren, gute Ingenieure zu werden und viel Geld zu verdienen und alles Mögliche, was die Wirtschaft da so braucht,
dass wir aber völlig vergessen, ihnen beizubringen, wie man glücklich wird als Mensch. Und dazu gehört eben auch darauf zu gucken, was brauche ich denn eigentlich? Was habe ich für Bedürfnisse, auch für emotionale Bedürfnisse? Ja, und dann muss man dazu sagen, dass wenn man in den Medien herumschaut oder auch andere Menschen fragt, wie man im Leben glücklich wird, dann kriegt man sehr sonderbare Antworten. Und dann wäre es mir manchmal lieber, das würden diese betreffenden Erwachsenen ihren Kindern nicht erzählen. Ja. Also heißt die, das Einzige, es gibt nur eine Lösung, man muss es den Kindern vorleben, sofern man es kann. Einstein ist hier das richtige Modell. Man kann Kinder nicht anders erziehen, als dass man ihnen Vorbild ist. Und wenn es nicht anders geht, sagt er, dann eben ein schlechtes. Das ist gar nicht so blöd, weil wenn man das dann selbst so falsch macht, kann es manchmal sein, dass das Kind nach einer Lösung sucht, die anders ist als das, was der Papa gemacht hat. Ja. Wenn der Papa die ganze Zeit am Schnaps säuft und dauernd besoffen umherliegt, werden diese Kinder wahrscheinlich eher nicht alkoholabhängig, sondern sich später im Leben dagegen wenden, dass Alkoholkonsum etwas Gutes sein soll. Und wenn Mama und Papa selbst den ganzen Tag mit diesen Geräten beschäftigt sind, dann ist die Chance relativ gering. Ja. Ist das Information oder kann das weg? Wir haben auf diese Studien geguckt, auf die daraus dann resultierenden Meldungen. Du hast gesagt, das ist eigentlich trivial, das wissen wir ja eigentlich alles. Da bin ich bei dir. Trotzdem finde ich ja, dass es wichtig ist, da immer wieder drauf zu deuten. Allein die Tatsache, dass wir beide jetzt darüber reden, zeigt ja, dass diese Auseinandersetzung mit diesen Erkenntnissen, auch wenn sie im Grunde nicht neu sind, unheimlich wichtig ist und eigentlich viel zu kurz kommt. Ja, wir hatten gesagt, Information wird dann eine Information, wenn sie etwas bewirkt. Und wenn so eine Meldung, die da mit den Schülern und mit den Heranwachsenden gemacht wird, dazu führt, dass Menschen sich mit dieser Thematik befassen und genauer hinschauen, dann ist das eine wichtige Information. Die kann auf gar keinen Fall weg. Das ist doch zumindest mal was Positives. Auf dieser positiven Note, Gerald, sollten wir diese Ausgabe von Ist das Information oder kann das weg beschließen? Ich danke dir wie immer für den Austausch. Das Thema ist so groß, wir hätten jetzt stundenlang reden können, aber es gibt ja noch weitere Podcasts. Jetzt erstmal Dank allen, die zugehört haben und dank dir, lieber Gerald, dass wir wieder miteinander reden können. Dir auch. Vielen Dank und an alle. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.